Herzlich willkommen zu Let's Play, nicht Let's Play, aber trotzdem spielen. Heute mit Far Cry 5. But now I see. Far Cry 5 ist das sechste Spiel der beliebten Abenteuerreihe und wurde von dem schwedischen Scheunenhersteller Ubisoft entwickelt, welcher für diesen Teil wegen Product Placement stark kritisiert wurde, da man in diesem Game auch versucht, den neuesten Schweinestall zu verkaufen. Man schlüpft in die Rolle von Deputy David, einem YouTube-Polizisten, der einen YouTuber namens Vater Hipster wegen nicht ordnungsgemäßer Kennzeichnung von Content-Diebstahl in seinen Videos auf einem Fantreffen verhaften soll. Wenn man ihn auf sein Vergehen anspricht, behauptet er jedoch, dass hier alles in Ordnung ist. Hier ist alles in Ordnung. Leider hat Vater Hipster auch sehr viele Fans, welche uns die Ausübung unserer Pflicht erschweren. Da wäre zum Beispiel die militante Mädchengruppe die Peggys, welche Vater Hipster so sehr anbeten, dass die Situation schnell eskaliert und man die erste Runde in diesem Spiel verliert. Man muss dann fluchtartig flüchten und wird von einem netten alten Mann namens Mike White vor dem Ertrinken im Kugelhagel gerettet und in seinen Bunker gebracht, wo sich der alte Furz auf Fallout 5 vorbereitet. Der Rest des Spiels verlangt, dass du zuerst die Kinder von Vater Hipster umbringst, die sich irgendwo auf der Map verstecken, damit du an den zu Unrecht angehimmelten Arsch überhaupt rankommst. Also machst du dich erstmal auf die Suche nach Jesus, Maria und Josef. Da man allerdings keine Mädchen schlagen darf, musst du gegen die militante ostdeutsche Mädchengruppe die Peggys weibliche Widerstandskämpfer rekrutieren. Der feminine Frauenverein namens Fischers Fritten bietet sich hierbei für dich an und gibt dir auch Schutz in ihrem ganz eigenen Gebiet namens Friendzone. Und ich will verdammt sein, wenn diese Ficktrompeten sie mir abnehmen. Da nach diesem Abschnitt die Story des Spiels sündhaft in den Hintergrund gerät, beschäftigt man sich überwiegend mit dem Spielen der zahlreichen Nebenaktivitäten wie zum Beispiel Frauenangeln, frische Steaks grillen, Hunde mit backartigen Flöhen entlausen, Nasen-OP mit der Schrotflinte, mit einem Flugzeug durch Furzkreise fliegen und Beeren pflücken. Dadurch wird das Spiel recht abwechslungsreich und man kann sich jetzt schon auf den Seasons Pass freuen, welcher angeblich einen DLC enthalten soll, in dem man das Ende der Story spielen kann. Far Cry ist übrigens Englisch und heißt auf Deutsch Ferngespräch. Die Pros. Die Schusswaffen in diesem Game sind so scharf, dass man damit auch locker garstige Gegner erstechen kann. Wenn man sich eine Pause von dem Spiel gönnen möchte, kann man sich an einen der zahlreichen Spielautomaten stellen und entspannt das gleiche Spiel in anders spielen, um dadurch etwas zu entspannen. Da das Spiel erst ab 18 ist, trifft man im gesamten Game nicht ein einziges Kind. Die Contras. Leider hat das Spiel einen kritischen Bug und ab einer bestimmten Stelle steht alles Kopf, was das Weiterspielen sehr schwer macht. Kann man laut Ubisoft Support aber beheben, indem man den Monitor einfach auf den Kopf stellt. Da viele NPCs in diesem Game tot in der Gegend rumliegen, wirkt das Spiel dadurch weniger lebendig als seine Vorgänger. Um Zeit und Geld zu sparen, haben die Entwickler viele Zwischensequenzen mit einem Smartphone gefilmt und das auch noch hochkant. Das soll laut offiziellen Angaben das Anschauen der Zwischensequenzen auf mobilen Geräten erleichtern, weil, wer hält schon sein Smartphone quer, um Videos zu schauen? Aus diesen Gründen bekommt Far Cry 5 von uns 5 von 500 möglichen Punkten und wir sagen Let's Play nicht dieses Spiel.